Willkommen, meine Damen und Herren, hier zum versprochenen Urlaubsvideo. Hier seht ihr viele Bilder und ein paar ganz wenige Bewegtbildaufnahmen. Wir fangen einfach direkt mit dem Start in den Urlaub an. Das erste Foto, das ich gemacht habe, war dann direkt draußen. Wir wurden dann bereits rausgebeten, um in unser Flugzeug einsteigen zu können. Das da vorne ist es auch schon, was man da gerade noch gesehen hat. Das Foto habe ich auch getwittert hier und geinstagrammt und dann geschrieben, dass es jetzt praktisch dann gleich losgeht. Das Handy habe ich während dem Start nur im Sack gehabt und habe eben diesen Start abgewartet. Wir mussten, glaube ich, 30 Minuten am Flugfeld oder auf dem Flugfeld warten, bis wir dann los konnten. Es war mein erster Flug, ich war also etwas aufgeregt, aber es war vollkommen in Ordnung. Der Start an sich war minimal holprig, aber ich meine, so, das ist ja Standard, ne? Dass es halt alles so ein bisschen wackelt und zappelt. Und als wir oben waren, war nichts mehr zu spüren. Also es war wirklich cool. Ich wusste bis dahin nicht, ob mir eben schlecht wird im Flugzeug oder nicht. Zum Glück war das nicht der Fall, beziehungsweise ich hätte es, glaube ich, auch nicht gemerkt, weil ich so dann so gehypt war. Ne? Ich bin im Flugzeug, cool, man kann aufstehen und mal rumlaufen, sich das alles angucken, aus dem Fenster immer wieder schauen. Wobei ich nicht am Fenster saß, sondern meine Freundin. Das heißt, die Fotos, die ihr hier seht, die habe ich entweder gemacht, indem ich mich über sie drüber gebeugt habe und das schnell geschossen habe, oder sie hat eben einfach die Cam in die Hand genommen. Hier sieht man sogar ein kleines Schiffchen. Ja, das war echt cool. Wobei, jetzt sind wir schon fast dort. Also, ich habe nicht viele Fotos gemacht, jetzt im Flugzeug selbst, also vor allem nicht hinten in dem Raum, wo eben auch, oder in dem Abteil, wo die Leute arbeiten, also die Crew und so, da, ich habe das Handy nicht mitgenommen auf Erkundungstour im Flugzeug selbst. Hier sind wir also auch schon über dem Wasser und da ist auch schon Kreta, also zack, der Flug war praktisch in einem Schnipser vorbei, in einem Augenschlag. Ja, die Fotos von hier oben sehen, glaube ich, auch nochmal ganz schick aus und dann waren wir auch schon da. Also der Sinkflug war richtig chillig. Ich habe davon überhaupt nichts gespürt. Viele haben mir gesagt, die Landung wäre schlimmer als der Takeoff. Aber die Landung war vollkommen in Ordnung. Also ich habe hier auch einen kleinen Videoschnipsel eingebaut. Und wie man hier sieht, ist es wirklich sehr, sehr ruhig. Da hat es auf dem Rückflug deutlich mehr geballert. Also vor allem die Landung zurück in Deutschland, die war krass. Oder halt nicht krass, aber haarig. Hier sind wir auch schon auf dem Flugfeld. Also wir sind da bereits gelandet. Ja, und dann ging es weiter. Dann haben wir die Stadt dort erkundet und unsicher gemacht. Wir haben uns ein Auto ja geliehen. Hier ist eine qualmende Turbine, die wollte ich euch noch zeigen. Das fand ich irgendwie cool. Ach ja, und dieses Bild habe ich für Twitter und Instagram auch geschossen oder nur für Patreon. Ich weiß es gerade nicht genau. Hier sind auch einige Bilder dabei, die halt nur Patreons gesehen haben. Ja, die seht ihr jetzt dann auch alle. Die Fahrt in die Stadt war natürlich auch aufregend. Alles neu, alles toll. Und es hatte so eine extreme Wüstenatmosphäre. Also da ist es halt auch heiß. Es hat eine Wüstenatmosphäre, also tatsächlich. Die Berge im Hintergrund, also vorne war es noch grün und hinten war dann einfach alles braun. Und Steppe und mit ein paar Kakteen und so weiter. Das sah wirklich sehr cool aus. Hier in Chania selbst hat das Leben natürlich geblüht und man hat immer wieder die Berge gesehen mit dem Schnee oben, was auch sehr cool war, weil es unten halt sehr warm war und oben die Schneeberge, das hatte schon was. Das hier ist die Speisekarte von dem ersten Restaurant, in dem wir waren. Vögelchen hatten sie alle überall rumstehen, auch am Haus draußen angebracht an solchen Außenkäfigen. Hier ist auch schon ein kleiner Hafen und hier dieses Hafenbecken war extrem sauber, wie man gleich sehen wird. Da ist noch der Leuchtturm und dann habe ich ins Hafenbecken rein fotografiert und das fand ich wirklich krass. Also das habe ich noch nie erlebt, dass ein Hafenbecken so extrem sauber ist. Also das war jetzt an einer sehr seichten Stelle, aber auch weiter hinten an den tiefen Stellen konnte man bis runter gucken. Hier nochmal ein paar Häuschen abfotografiert. Und hier sieht man schon so ein bisschen hinten die Vegetation. Es ist doch hier auf dem Bild noch grüner als gedacht. Was sind denn diese geilen... Ah, hier, da sind die Kakteen und hinten dran sieht man dann auch schon diesen Teil von dem Berg eher braun. Und steinig und so weiter. Also das war mal ein cooler Ausblick. Hier ist Foto geschossen runter von unserer Terrasse, einfach in den Hof. Hier ist die zweite Terrasse. Wir hatten auch noch eine dritte, also um das Haus drumherum waren drei Terrassen, dass man da, wo man sitzen wollte, jeweils im Schatten, zu welcher Tageszeit eben, dass man da auch sitzen konnte. Hier nochmal ein Foto von der Terrasse 1 Richtung Meer. Das war so unsere Aussicht, also auch die Aussicht vor allem, die meine Freundin und ich hatten, wenn wir aus unserem Zimmer rausgeschaut haben. Hier kurz die Wohnung an sich. Also wir hatten ein recht großes Wohnzimmer. Dann ist das hier direkt nochmal ein Schlafzimmer gewesen, das wir aber nicht benutzt haben. Also wir hatten drei Schlafzimmer, haben aber nur zwei gebraucht. Das haben wir dann einfach so gelassen, wie es ist. Da links sieht man ein Stück von der dritten Terrasse. Da draußen hinterm Fenster. Hier ist die Küche. Aus dem Gang heraus fotografiert. Und hier sieht man den Blick aus unserem Schlafzimmer heraus. Also wenn wir die Läden offen hatten, die Fensterläden. Ja, und wir sind am ersten Tag natürlich noch direkt ans Meer gefahren. Wir mussten nicht weit fahren, ich glaube so 7, 8 Minuten, da waren wir schon da. Und das waren dann meine Pritscheleien, die ersten hier im Meer. Hier auch nochmal einfach den Strand, der war eher grobkörnig, also steinig, aber angenehm. Also war wie so ein Peeling für die Füßchen. Hier auch nochmal einfach nur das Wasser. Und da waren wir wirklich sehr oft. An dem Strand waren wir, glaube ich, am meisten, weil er halt auch so nah war und da nichts los war. Es war Wahnsinn. Hier nochmal der schöne ausgetrocknete Berg.
Das ist auch nochmal ein Bild von dem Strand, an dem wir halt sehr, sehr oft waren. Die haben da extrem coole Bäume stehen. Meine Freundin hat nochmal so einen Steinturm gebaut. Das ist alles noch am ersten Tag passiert hier, was man jetzt bis jetzt gesehen hat. Und auf der Heimfahrt sind mir dann die Kabel aufgefallen. Die Kabel, Strom, Internet und Wasser, Rohre. Wieder einfach alles irgendwo verlegt ist. Oberhalb. Einfach an der Straße entlang. Hier nochmal ein kleiner Ausblick. Und das ist Tag 2 oder sogar 3. Ich glaube, an einem Tag habe ich gar keine Fotos gemacht. Und da waren wir an diesem ultimativ krassen Sandstrand. Da ist dann nochmal jetzt ein Foto von mir. Meine Freundin meinte dann auch, ich sollte vielleicht auch nochmal ein Foto machen, wo ich irgendwie mit dabei bin. Das habe ich im späteren Verlauf noch ein paar Mal mit drin. Hier der Strand vom Wasser aus Richtung Land gesehen. Hier ist die dritte Terrasse. Das ist jetzt Tag 4 oder so. Da haben wir dann, glaube ich, gegrillt. Da haben wir uns alles zurecht gemacht. Da haben wir dann gesessen und gegrillt. Genau. Und da kam dann auch die Katze. Das ist hinter der Terrasse gewesen. Eine Katzenmutti. Und später kam dann auch ihr Söhnchen. Da habe ich ganz toll in die Kamera geguckt. Und da war ihr kleiner Sohn. Also nehmen wir zumindest an. Die haben sich so komisch verhalten, als wenn sie sich kennen würden. Das war ein ganz kleiner Köttler. Da stehe ich, der große Köttler. Wie gesagt, die Fotos sind jetzt auch wirklich nicht also man sieht es halt von der, ne, von der Haltung des Handys. Die sind auch alle nur mit dem Handy gemacht. Wenn, dann machen wir eigentlich, wenn Fotos und Videos, dann mit Kamera. Weil die halt direkt in der richtig schönen, ne, ihr wisst schon. Hier ist Tag 4, glaube ich. Ja, Tag 4, da waren wir an der Ausgrabungsstätte. Das war speziell jetzt für die Freundin von meiner Freundin interessant, weil sie auch in die Richtung studiert hat. Zumindest zum Teil. Und das war halt eine ganz tolle Sache für sie. Ja, ich habe halt auch ein paar Fotos gemacht. Und in der Ausgrabungsstätte, in dem Häusel, war ein kleiner Vogel, wie man hier sieht. Und der war voll putzig. Hier ist der Thron von dem Knilch, der da halt geherrscht hat. Malereien. Ich glaube aber nicht im Original, sondern eben neu gemalt. Aber, also genau halt nachgemalt. Hier auch wieder ein Restaurant, bei dem wir waren. Das war auch extrem lecker. Das war direkt oder fast direkt bei der Ausgrabungsstätte. Und zack, und schon Schnitt in die Stadt. Übrigens, bis zu dieser Ausgrabungsstätte und zu der Stadt, die da in der Nähe war, sind wir 2 Stunden gefahren. Da wollte ich diesen Stadtflair einfangen, wobei direkt hier im nächsten Bild diese schönen Regenschirme zu sehen sind. Ja, und alles in allem waren es aber viele alte Häuser. Das fand ich extrem cool, dieser Kontrast. Den haben sie ein paar Mal drin. Also man sieht hier die alten Häuser und dann so ein Haus, das ganz bunt bemalt ist oder eben so eine ganze Straße voll mit Regenschirmen. Und jetzt hier das erste Bild mit Essen. Das ist auch so blöd fotografiert, dass ich es genauso lasse, dass ihr alles seht. Wenn ich jetzt nur einen Ausschnitt nehme, um das für euch passend zu machen, seht ihr nicht alles. Das war jetzt so ein leckerer Seafood- und Fischteller. Den haben wir hier auch an diesem Pier oder was das war gegessen. Hier nochmal ein Foto vom Meer. Ja. Dann die Heimfahrt abends, Sonnenuntergang. Die Heimfahrt war auch sehr schön, also man hat halt echt viel gesehen und ich habe wenig fotografiert. Und hier waren überall diese Sträucher am Straßenrand. Ich habe auch ein Video gemacht, natürlich in saudummer, ne, so blöd gefilmt, aber ich lasse es einfach so. Und ich fand es krass, dass es das überall war. Also es war mal kurz eine Pause und dann wieder. Das war ewig lang, waren diese Pflänzchen da gestanden. Sehr, sehr schön. Also man hat sich gefühlt wie in so einer Idylle. Hier auch nochmal ein Foto vom Meer und dem Himmel. The Sky. Und Tag X, keine Ahnung. Dritter Strand, auch ein schöner Sandstrand. Da war es etwas belebter, aber alles in allem war es eigentlich immer, also im Vergleich zu allem, was ich sonst erlebt habe, extrem leer. Ne, in allen anderen Urlauben war immer einiges los, aber dort, wir sind halt auch außerhalb der normalen Saison dahin geflogen und da war es halt schon schön chillig. Hier ist die Babblerburg, oben drauf sieht es aus wie draufgeknödelt. Hier nochmal das Wasser. Dann haben wir hier ein weiteres Essen und zwar war das ein Fleischberg, den ich vertilgt habe. Das fleischige Pendant zum Fischteller. Hier nochmal ein Foto, das ich am Wegesrand gemacht habe. Und hier nochmal die Häuschen. Hier sieht man nochmal ein Foto, da habe ich einfach von unten auf die dritte Terrasse hochfotografiert. Da fand ich auch die Pflänzchen so toll. Und hier kommt ein Schild, das einfach mitten in der Stadt war. Das fand ich sehr lustig. Ich weiß nicht, ob ihr daran zoomen könnt, wahrscheinlich nicht. Das Bild werde ich noch twittern oder Instagram oder sowas. Und hier halt auch nochmal ein paar Bilder, die ich genauso lassen werde, weil sie halt so passen, die Länge nach hinten gezogen und so weiter. Ja, hier nochmal ein Avocadosalat, den ich am letzten Tag gegessen habe als Zwischenessen. Und dann hier habe ich gesagt, mach mal ganz viele Fotos von mir. Da bin ich im Wasser. Das war auch am letzten Tag. Da war es arschkalt. Also man sieht es, glaube ich, auch irgendwie. Und dann hier schön abends an unserem letzten Tag vor unserem Abflug gegessen. Richtig lecker. Und dann eben diesen Ausblick gehabt. War auch sehr schön. Und zack, schon sind wir wieder im Flugzeug. Der Check-in und so weiter war richtig chillig dort auf Kreta. Also man konnte da einfach. Es ging alles voll schnell. Es war auch fast nichts los. Und schon sieht man, wie wir abheben.
Am Anfang also hat es ordentlich gewabbelt. Wobei ich das Handy auch dummerweise an der Scheibe angelehnt hatte. Deswegen ist das Wabbeln auch nochmal stärker. Ich habe es gleich weggenommen, dann ist es eigentlich weg. Aber es war schon holpriger. Und die Landung war sehr, sehr krass. Also für meine Verhältnisse halt. Ne? Also ich kannte jetzt nur den Hinflug und der war extrem chillig. Da war gar nichts. Und der Rückflug war... Also wir hatten richtig starke Gegenwinde und er musste wirklich richtig rumreißen. Also wir sind immer wieder in so ein Luftloch gefallen, er musste wieder stabilisieren und das war dann schon so ein bisschen unangenehm, aber auch kein Problem. Ich habe trotzdem rausgefilmt, rausgeguckt und habe halt, ich habe irgendwas gehört, keine Ahnung. Ja. Ach, guck mal, jetzt habe ich das Handy richtig gedreht, ich aff. Hier nochmal direkt über Meer mit so einem kleinen Kippmanöver, wo wieder zurückkippt in die richtige Spur, sag ich mal. Ich fand es halt extrem interessant, diese Fliegerei an sich. Darum habe ich solche Sachen gemacht, die eigentlich an sich nichts mit Aussicht oder so zu tun haben. Und hier waren wir dann schon wieder eigentlich zu Hause. Ja. Da habe ich den Ton, glaube ich, ganz weggenommen, weil die Durchsagen auch kamen. Hier hieß es dann, ja, man soll jetzt langsam schon mal alles einpacken und einklappen, weil wir dann bald zur Landung ansetzen. Da fand ich aber auch die Wolken sehr cool. Das wollte ich euch dann wirklich visuell auch zeigen. Also das finde ich schön. Hier sieht man, glaube ich, ganz leicht, dass er ein bisschen zu kämpfen hatte. Obwohl, ne, nicht wirklich, ne. Also man hat halt ab und an richtig die Tragflächen wackeln gesehen, weil wir mit sehr starken Gegenwinden halt zu tun hatten. Und es wurde dann zum Ende auch so wackelig, dass ich nicht mehr weiter gefilmt habe oder nicht weiter filmen konnte. Und darum auch dieser Schnitt dann direkt zur Landung. Und dann sieht man, was ich auch sehr cool fand, wie die Klappen halt alle aufgehen. Und das Flugzeug mit aller Macht halt zu bremsen versucht. Das fand ich einfach cool. Und schon ist es rum, Leute. Das war der Urlaub in Kurzfassung. Ja, war sehr schön. Es hat echt Bock gemacht. Ich bin froh, dass mich Gustl vertreten hat. Und ich hoffe, euch haben auch die Bilder, die ich auf Instagram, Twitter und Patreon geschickt habe. Ich hoffe, dass die euch auch ganz gut gefallen haben. Ja, soweit so gut. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Und wir sehen uns dann im nächsten Video. Und zwar morgen. Ciao, ciao. Und hier natürlich wieder much thanks an meine Patreons. Vielen, vielen Dank. Muah!